Hallo, in diesem Video will ich dir die negativen Zahlen erklären. Von negativen Zahlen hast du bestimmt schon mal was gehört. Ich will dir gerne erklären, wie man negative Zahlen addieren kann und voneinander abziehen kann. Vielleicht hast du, als du von negativen Zahlen gehört hast oder jetzt zum ersten Mal vielleicht von negativen Zahlen hörst, denkst du vielleicht, was ist das überhaupt? Das klingt irgendwie komisch oder schwierig, aber im Endeffekt ist es auch nicht ganz so schwer. Du hast bis jetzt vor allem mit positiven Zahlen gerechnet, aber wahrscheinlich bist du schon mal mit negativen Zahlen in Berührung gekommen. Also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, so negative Zahlen sind alle Zahlen, die kleiner als 0 sind. Also alles, was kleiner als 0 ist, ist eine negative Zahl. Ups, muss noch ein als dazu. So. Und das erste Beispiel, das kennst du bestimmt. Und zwar ist es, wenn es draußen kalt ist und vor allem im Winter, wir malen mal so eine Art Thermometer. So, und stell dir vor, draußen hat es gerade 3 Grad. So, hier ist 2 Grad, 1 Grad, 0 Grad. Und jetzt stell dir vor, die Temperatur sinkt über Nacht noch und am nächsten Morgen ist es 4 Grad kälter. So, und dann gehen wir wie üblich auf unserem Zahlenstrahl, wenn wir abziehen, gehen wir einfach nach links und jetzt gehen wir 4 nach links. Also, wir haben ja gesagt, am nächsten Morgen ist es 4 Grad kälter, also 1 Grad kälter, 2 Grad kälter, 3 Grad kälter. Nach 3 Grad kälter sind wir schon bei 0 am Gefrierpunkt. Und jetzt ist es aber noch 1 Grad kälter, das heißt, wir müssen noch eins weiter nach links. Und da gibt es tatsächlich noch was und das ist dann die minus 1. Das heißt, am nächsten Morgen ist es dann minus 1 Grad. Ja, und diese 1 könntest du jetzt vielleicht denken, die 1 ist es denn nicht größer wie die 0? Nee, also grundsätzlich ist es so, dass alles, was links von der 0 ist oder kleiner als 0 ist, also alle negativen Zahlen sind kleiner. Es ist quasi ja auch weniger Wärme in der Luft, beziehungsweise ist es, oder man kann auch sagen, es ist weniger warm, also einfach kälter, es ist minus 1. Vielleicht kannst du dir mal überlegen, was kleiner ist, die minus 100 oder die minus 1. Und deine erste spontane Reaktion ist jetzt vielleicht zu sagen, ach, die minus 100 ist ja viel größer wie die minus 1. Es ist aber genau andersrum. Die minus 100 ist kleiner. Kannst du dir auch vorstellen, alles, was irgendwie vorne ein Minus hat, das drückt ja irgendwie aus, dass da was fehlt oder was negativ ist oder was abgezogen wird oder was kleiner ist. Also die minus 100 ist kleiner als die minus 1. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, das du vielleicht auch schon kennst. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben ein Konto auf der Bank und haben in diesem Konto 10 Euro. So, also das wäre heute. Heute haben wir 10 Euro. Jetzt hast du aber was ganz, ganz Tolles gesehen und willst dir unbedingt was kaufen und würdest dafür gerne 30 Euro ausgeben. So, also ich schreibe mal hier ausgeben dazu. Du gibst aus 30 Euro. So, und was bleibt da jetzt noch übrig? Das machen wir vielleicht gleich wieder am Zahlenstrahl. So, also hier haben wir 10 Euro, hier haben wir 0 Euro. So, jetzt gibst du 30 Euro aus. Das heißt, die ersten 10 Euro, die bringen dich schon auf 0. Dann gibst du nochmal 10 Euro aus. Das ist dann schon bei minus 10. Und du gibst nochmal 10 Euro aus, das sind dann insgesamt, landest du dann bei der minus 20. Also du hast hier 30 Euro ausgegeben, ne? Das hier sind
30 Euro ausgegeben. So. Also hast 30 Euro ausgegeben, das heißt, du hattest am Anfang 10 und jetzt hast du minus 20, das heißt, du schuldest der Bank was. Vorhin hattest du quasi Guthaben hier bei der Bank und jetzt, also am nächsten Morgen, hast du jetzt minus 20 Euro auf der Bank. Das heißt, du schuldest der Bank was. Und diese minus 20 ist natürlich kleiner als die plus 10. Lass uns noch ein paar Übungen machen und ich denke, da wird es dann immer, immer klarer. So, was rechnen wir denn jetzt? Also nehmen wir mal 3 minus 4. Auch da nehmen wir einfach wieder den Zahlenstrahl, am besten vorstellen, du gehst von 3. So, 3, 2, 1, 0. Du gehst jetzt 4 nach links, ne? Beim Abziehen immer nach links gehen und früher beim Addieren hatten wir auch immer nach rechts. Und beim Abziehen also immer nach links. Du gehst jetzt minus 4, 4 nach links. 1, 2, 3, 4. Und wo landest du? Bei minus 1. Genau. So. Also der Zahlenstrahl hilft da immer enorm, wenn du dir den vorstellen willst, wenn du am Anfang noch nicht so ganz sicher bist, wie das mit den negativen Zahlen so läuft. Nehmen wir das nächste Beispiel. Rechnen wir 2 minus 8. So, auch hier können wir wieder den Zahlenstrahl benutzen. Ich nehme einfach mal den, den wir oben schon gerade eben hatten und male das hier ein. Also wir fangen bei der 2 an und dann rechnen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wo landen wir dann? Also minus 1 hatten wir schon eingezeichnet. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 und minus 6. Das heißt, wir haben hier als Ergebnis 2 minus 8 ist gleich minus 6. So, also wir könnten auch sagen nochmal, wenn wir bei der 2 angefangen haben, wir haben 2 abgezogen und sind dann schon bei der 0 gelandet und dann mussten wir ja um minus 8 insgesamt abzuziehen, nochmal minus 6 zusätzlich abziehen, um dann insgesamt wirklich minus 8 abgezogen zu haben und damit landen wir bei der minus 6. Ich hoffe, das ist nicht jetzt verwirrend gewesen, aber wir machen einfach noch ein Beispiel. Und jetzt fangen wir vielleicht mal schon bei einer negativen Zahl an. So, also wir rechnen jetzt minus 4, minus 2. So, was ist denn das? Und das ist jetzt vielleicht auch auf den ersten Blick erstmal verwirrend, aber einfach nur den Zahlenstrahl malen und dann leuchtet es schon immer gleich ein. So, jetzt malen wir erstmal unseren Zahlenstrahl. So, ein bisschen krumm geworden, aber macht nichts. Also, wir fangen hier an bei minus 4 wollten wir anfangen. Minus 4. So, das heißt, minus 2, ich male mal einfach noch den Zahlenstrahl hin. Hier ist 0 und hier sind dann die ganzen positiven Zahlen. Ne, die hatten wir ja auch in den letzten Lektionen alle schon mal benutzt für die ganzen Grundrechenarten. Jetzt fangen wir bei minus 4 an. Und was wir jetzt machen, ist einfach 2 davon abziehen. Also 2 nach links, 1, 2. So, und dann landest du bei der minus 6. Genau, so geht es einfach 2 nach links und wenn du es auf den Zahlenstrahl machst, ist es, wie du siehst, ganz einfach. Also minus 4 minus 2 ist gleich minus 6. So, und jetzt drehen wir das nochmal um. Jetzt fangen wir auch bei einer negativen Zahl an. Das heißt, wir rechnen jetzt minus 3 plus 2. Also auch hier ganz einfach auf dem Zahlenstrahl. Du fängst bei minus 3 an und jetzt gehst du plus 2, also nach rechts 2 Schritte, 1, 2 und landest dann bei der minus 1. Siehst also, im Endeffekt, wenn du dir den Zahlenstrahl vorstellst, ist es ganz einfach. Die Rechenarten bleiben immer noch gleich. Beim Addieren gehst du, wenn du es auf dem Zahlenstrahl dir anschauen willst, weiterhin nach rechts.
beim Abziehen gehst du nach links und wenn du dabei eben an der 0 vorbeiläufst, macht das auch nichts, dann kommst du in die negativen Zahlen rein und kannst das Ergebnis dann entsprechend errechnen. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. In den nächsten Übungen werden wir auch noch ganz viele weitere Übungen, in den nächsten Videos werden wir noch ganz viele weitere Übungen machen und da wollen wir dann auch mal versuchen, negative Zahlen voneinander abzuziehen, so wie das jetzt, wie wir das jetzt schon kurz angefangen hatten. Okay, bis dann. Tschüss.